Winterzeit ist Glühweinzeit, liebes Publikum, und ab und zu hat man einfach das Bedürfnis, sich zu Hause etwas Gutes zu machen, ohne dass man vielleicht jetzt auf den Glühweinstand gehen muss. Und wir sind heute bei der Mosauerin zu Gast und holen uns ein paar Glühwein- und Punschrezepte. Der Tisch ist gedeckt, die Mosauerin ist bei mir, aber darf ich lieber Astrid sagen? Sicher. Super, danke schön, liebe Astrid. Ja, Astrid, Punschrezepte stehen am Programm, Punsch- und Glühweinrezepte. Und ich glaube, jetzt ist ja die perfekte Zeit dazu. Was hast du da vorbereitet für uns? Wir machen einen Apfelsaft-Orangensaft-Punsch mit dunklen Rum, mit Orangen, ja, und ein paar Gewürzen. Mhm. Ich schaue dir einfach einmal zu, wie du das so zusammenmixst. Ja, ist das so eine Eigenkreation von dir? Das ist so eine hauptsächliche Eigenkreation, ja, genau. Passt. Also man nimmt ungefähr zwei Teile von einem Apfelsaft, den kann man jetzt entweder an selber pressen nehmen oder natürlich an kauften, weil man kauft, dann bitte immer Bio kaufen. Und dann kommt, also zwei Teile Apfelsaft, ein Teil Orangensaft dazu. Dann kommen die Gewürze rein, da nehme ich zwei Zimtstangen, da nehme ich einen Sternanis, ein paar Nelken und wer noch mag, einen Kardamom. Das ist auch ganz was Gutes da drin. Genau, und dann schneiden wir uns nur eine kleine Orange auf. Nimmst du da über einen Naturtrüben Apfelsaft? Ich nehme einen Naturtrüben, ja? Genau. Die kommt dann jetzt da noch eine dazu. Und dann kann das Ganze schon auf den Ofen gehen und ungefähr so eine Viertelstunde, 20 Minuten ziehen, aber nicht kochen, aber so bei 90 Grad dahin sieden lassen. Der würde den einmal so geben. Ja, gerne. Dafür jetzt nur da rum, für den bist jetzt du zuständig, bitte. Wie viel tut man denn da so rein? Ja, das kommt drauf an, wie viel hast du Vertragskarte. Naja, an dem scheitert es die meiste Zeit nicht. Ja, ein Schluckerl halt. Wie viel machst so du zwei, schon mal den? Ein Schluckerl, so 2 cl. Ja, passt schon. Also. Du ein wenig mehr, gell? Was ist mehr? Ich weiß es gar nicht. Na dann, zum Wohle. Prost. Den ersten haben wir schon. Astrid, wir haben uns jetzt schon ein bisschen warm getrunken. Was haben wir denn als nächstes am Programm? Jetzt machen wir ganz was Feines. Jetzt machen wir einen Glüh-Gin. Ein Glüh-Gin. Also nicht ein Glüh-Gi, sondern ein Glüh-Gin. Genau, richtig. Für die Gin-Liebhaberinnen sehr und Liebhaber. Sehr gut. Habe ich noch nie getrunken. Wie gehen wir da jetzt dann vor? Dann wird es Zeit. Dann machen wir jetzt ein bisschen exotischer, weil wir schon einen Gin machen. Dann nehmen wir jetzt einen Granatapfelsaft dazu. Und dann machen wir zwei Teile Granatapfelsaft. Mhm. Und weil der doch ein bisschen einen ganz besonderen Eigengeschmack hat, da haben wir nur ein bisschen Apfelsaft dazu. Das muss man nicht, aber das kann man machen. Okay, ja. Dann kommen wieder Gewürze rein. Es kommt wieder ein Zimt rein. Dieses Mal, weil wir ja einen Gin machen, da haben wir ein paar Wacholderbeeren dazu. Und eine Orange. Ja gut, dann genau. Machen wir die Garde wieder warm. Genau. Sehr gut. Mach, der riecht schon so gut. Ha. Kann ich schon? Ja, freilich. Passt, ja, oder? Passt gut. Ja, wenn was schmeckt, der darf man schon. Ja, glaube auch. Schaust mich schon so an. So. Ich bin schon wieder so gespannt. Dankeschön. Ja, dann herzlichen Dank, liebe Astrid, für den Weihnachts-Gin. Gerne. Astrid, jetzt haben wir schon ein bisschen was drangelt, haben wir was Alkoholfreies auch noch im Programm. Sicher haben wir das. Du hast ja mehr drangelt als wir, ist mir aufgefallen. Ja, mein. Ja, wir machen jetzt einen Glühwein, aber einen antialkoholischen Glühwein. Das heißt, geht auch gut für Kinder. Das heißt was? Das heißt, wir nehmen statt einem guten Rotwein einen guten Traubensaft. Mhm. Genau, und dann nehmen wir mal den Traubensaft, geben den in einen Haferl. Und dann wieder ein paar Gewürze dazu. Da tun wir dazu wieder Zimt, dann Orange, dann eine Schale von der Zitrone, so ein Dings, wieder Sternanis und Nelken dazu. Und dann kommt da noch eine Vanilleschote rein. Ah, fein. Genau. Das kommt jetzt auf den Ofen. Das bleibt jetzt wieder eine Viertelstunde, 20 Minuten am Ofen bei 90 Grad ungefähr. Mhm. Wenn du sagst, das ist mir jetzt ein bisschen zu sauer, bei einem Wein zum Beispiel ist ja das, also bei einem Fruchtsaft ist das ja nicht mehr so. Genau. Da hat man die Süße ja drinnen. Beim Alkohol, wenn du dann Zucker dazu da willst, dann würde ich empfehlen, einen braunen Rohrzucker dazu zum tun, weil der ein bisschen ein weihnachtlicheres
Aroma hat. Vielen herzlichen Dank, liebe Astrid, dass du uns so in die Welt der warmen Weihnachtsgetränke geführt hast. Ja, ich glaube, da hat jeder was von ihm jetzt mitnehmen können. Jeder hat da vielleicht sein Lieblingsrezept gefunden und wir wünschen ganz viel Spaß beim Nachkochen und vor allem dann beim Trinken. Genau, Dankeschön. Aber dann nicht mehr Auto fahren. Genau, du sagst das. Danke.